grüß euch, gut, Maden und Buben, hier ist wieder der Wiener von Barbecue, Alt Perlach, heute auf dem Schwarzwälder Hof in Leipheim beim Camp und Grill. Und wer darf nicht fehlen? Der Uwe. Und wir zwei machen was miteinander, das heißt, ich rede bloß daher und der Uwe macht was und ich darf mir ein bisschen daneben stellen und euch dann das Video präsentieren. Und without further ado, sagt der Engländer, also ohne großes Rumlabern meinerseits, gehen wir in medias res. Ja. Und du sagst, was wir heute machen. Also, wir machen heute einen Erbseneintopf. Und da haben wir die Erbsen gestern schon eingeweicht. Ui. Waren die trocken? Die waren trocken. Okay. Müssen wir über Nacht einweichen. Da haben wir Kartoffeln, Möhre, Sellerie, Lauch, Zwiebeln, Speck zum Anbraten. Bockwurst für nachher zum Finish. Hier ist drin Liebstöckel, Majoran, Lorbeer. Und Lorbeerblatt, Pfeffer, Muskat und das Rindsbouillon und scharfer Senf. Kein Salz. Kein Salz, weil was es haben wir aus da? Hier haben wir noch Kassler in Würfel geschnitten. Kasslerhals. Und es wird nachher angebraten im Dutch-Ofen. Da hole ich mal einen. Wird das jetzt ein Topf oder werden das zwei Eintöpfe? Das wären zwei Eintöpfe. Okay. Zwei Topf praktisch. Ja. Und im anderen Topf machen wir die Würst heiß. Sehr gut. So, dann stellen wir mal das Feuer verteilen. Während der Uwe da hinten rumkruschelt, sage ich euch nur mal, was wir hier haben. Wir haben zwei FT6. Normales Öl, ja. Sonnenblumen. Sonnenblumenöl von Kaufland. 20%, 10% gratis. Ah. Wintersport. Saison kommt ja bald wieder. Parallel Slalom, kennt jeder. Ja. Und parallel Bacon in Öl schütten. Das ist das, was wir jetzt machen. Und das, ach, Mist. Zielgerade. Ja, gewonnen? Unentschieden. Schau her, ich nehme den Müll weg. Erst die Zwiebeln dazu und dann kommt immer jemand und sagt, das riecht aber gut. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eine Zwiebel. Eine Zwiebel in Würfel. Ein Zwiebel. Und jetzt ab nach Kassel, oder? Kassel jetzt rein. Kommen wir nach Kassel rein. Ja. Man kann auch Eisbein nehmen oder gepökelte Haxe. Hast du gepökelte Haxe? Ja, gepökelte. Also die haben alle das verstanden, was ich verstanden habe. Also das war unanständig, was der verstanden hat. Die kann man aber auch nehmen. Ja, die kann man. So, also Möhrchen und Sellerie. Rezept steht wieder unter dem Video in der sogenannten Infobox. Hat neulich einer gesagt, endlich hat es mir einer gesagt, wie man da hinkommt. Also da unten steht mehr anzeigen und wenn man da drauf drückt, dann wird mehr angezeigt. Zum Beispiel Rezept und ja, nutzloses Wissen für Anfänger. Kamerafrau wieder, auf ihrem Tablett müsste sie auf einen Pfeil nach unten drücken. Nein, das brauchen wir so. Was ist das für ein Tablett? Kartoffeln. Mit so einem Apfel hinten drauf. So, Lauch. Lauch. Zwiebeln. Ist ja im Prinzip eine Gemüse. Ja. Suppe. Genau. Und gut, Erbsen sind auch Gemüse, gell? Hülsenfrüchte. Ja. Hülsenfrüchte. Ah ja. Ja, wer es weiß. Ja? Ich schlage einfach rein. Und weißt du, was gesellige Hülsenfrüchte sind? Na. Kontaktlinsen. Aha. Jetzt kommen noch hier Kartoffeln rein, in Würfel geschnitten auch. Im kalten Wasser kriegen, damit die Stärke ein bisschen rausgeht wahrscheinlich, oder? Und genau, sie nicht braun werden. Nicht braun werden. So ist es. Zielgerade. Nehmen wir wieder. Jetzt kommt die Erbsen mit dem Einweichwasser. Aha. Hinein. 2, 3, verteilen wir das richtig. Die sind am Schluss aber auch noch als Erbsen erkennbar, oder? Ja. Also die bleiben in der Form. Lorbeerblatt. 3 Stück pro Topf.
Majoran. Da hat meine Mama und die Oma Martha, die haben immer gesagt, Mairan. 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 Jetzt kommt Liebstöckel rein. Auch Maggi-Kraut genannt, oder? Ist das ja. Winterbrühe. 3 Teelöffel. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn einer Vegetarier ist, kann er da auch Gemüsebrühe wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Aber das beißt sich ein bisschen mit dem Kassler und mit dem Speck. Muskat. Etwas Pfeffer. Und scharfer Senf. Drei Teelöffel pro Topf. Das riecht jetzt schon gut. Ja, für wie viele Personen wert ist jetzt, wenn man sagt, zwei so ein Dip? Das kann man 25 Portionen bringen, das ist schon groß. Okay. Das mache ich gerne in die Teller nehmen. Jetzt Deckel drauf, umrühren, oder? Das du musst anrühren. Noch ein bisschen Flüssigkeit. Fond Nature. Fond Nature, ja. Ja. Auch Leitungswasser genannt. Oder in Bayern auch häufig vom Röhrlbräu. Ja. Oder Gänsewein. Entenwein. Oder Gänsewein. Was ist eigentlich Gänsewein? Ja, Wasser. Ja, Wasser. Oh, Wasser. Ja. Und das Sprudelswasser ist ein Gänsechampagner. So. Das gießt jetzt auf, bis knapp bedeckt ist. Ja. Ich rühre mal ein bisschen rum. Ja. Oh, ist auch fein gerührt. Ja, das hat nicht ganz gestimmt. Drei Jämsen waren der Querkling. So. Weißt du, was jetzt kommt? Das, was ich am liebsten mag am Topfen. Weil du sagst jetzt bestimmt, dass das ein paar Stunden da drin bleiben muss. Wir sehen uns in 2,5 Stunden wieder. Zeitsprung. Also das ist jetzt das Setup, das wir da haben. Unten wenig Kohlen und oben ja, ein Häufchen, oder? Ein Häufchen. Ein Häufchen. Und dann 2 Stunden. 2 bis 2,5 Stunden. Wir testen zwischendurch. Wir testen. So machen wir das. Wie viel Zeit ist vergangen, lieber Uwe? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden und das schaut dann so aus. Jetzt wird man erstmal gerührt werden. Es muss gerührt werden. Ja. Okay. Hm. Rühre richtig oder? Ja, immer im Uhrzeigersinn. Rühren. Und so rum. So rum, ja. Und gegen das illegal. Hör, Bub, ich weiß schon, aber ja. Schaut lecker aus. Mhm. Riecht gut. Bube, ja. Zeitsprung beendet. Zeitsprung beendet. Ein Topf ist fertig. Beide sind fertig. Ja. Dann ist das ein Topf. Ja. Es ist ein Erbseneintopf in 2 Töpfe verteilt. Ein Doppeltopf. Ein Doppeltopf und da sind gerauchte rote Würste drin. Die schneiden wir jetzt dann auf und richten an. Ich finde das gerade so schön, jetzt nur unter uns. Ja. Da haben wir hier so ein Feuerfass, ein Pyron, gell? Ja. Hier stehen die Leute dann langsam an. Das ist ein bisschen wie so bei der Armenspeise. Gell? Ja, genau. Und dabei das stimmt ja auch zu, der Leibhaftige ist da. Und ja. Und der andere. Hoffen wir mal. Der andere. Der andere ist auch da. Und jetzt ja, legen wir los. Jetzt legen wir halt los für gute Zwecke, oder? Ja, also das ist ja alles für Kinder in Not. Ja, genau. Da haben wir schon ein Kind in Not. Was machen wir jetzt? Jetzt tun wir Schöpfer. So. Ich muss Würst schneiden. Ja. Ich nehme die raus und schneide die, oder? Ja. Okay. Kann ich das? Und du hast aber 3 Scheiben, nein? 3. Ah, ja, das für jeden. Clara, komm. Warum ist das Messer so scharf? Erbseneintopf. Komm mit herbei. Uwe, jetzt haben wir an die Bedürftigen haben wir ausgegeben. Genau. Dürfen wir jetzt auch probieren? Jetzt probieren. Oh, ich probiere es mal. Ja. Hm? Ideal für das Wetter. So einen Erbseneintopf. Ja. Am Ölfass, am brennenden. Genau. Gibt nichts Schönes. Ja. Oder? Gibt nichts Schönes. Und einen haben wir natürlich noch. Es war ein Genuss, also was man aus Erbsen und ein paar Zutaten machen kann, ist unglaublich. Am Schluss haben wir natürlich einen. Also wir haben halt
nichts in der Hand. Es wäre schön, wenn wir einen Kellner hätten. Ja. Ah, da kommt er schon. Also als ob wir das geübt hätten, gell? Genau. Da ist jetzt eine Flüssigkeit drin, die mir gänzlich unbekannt ist. Stachelbeerlikör. Ja, ich hab mal, wir müssen jeder zwei, warum sind da vier drauf? Ja. Also, den Ralf kennt's auch, gell? Der Almermeister, verlinke ich euch um. Und jetzt ein Prost. Und jetzt hinein. Prost! Prost! Wir können auch mal nach hinten schauen, wir sind heute mit Publikum unterwegs. Jetzt weißt du, warum da vier drauf sind, weil ich zwei drin. Jetzt halt, nochmal die Welle. Also ich finde, er ist sehr mild, er ist gar nicht scharf. Und eine gewisse Würze. Würze hat. Hat er? Ja, ja. Aber scharf ist er nicht. Du bist beim vierten jetzt, gell? Ja. Also, Prost. Und wir sehen uns bald wieder. Pfiat euch. Ich finde die großartig. Der ist super. Ja, ja. Der hat überhaupt nichts von scharf. Ja, aber der hat jetzt euch zusammenreißen, das lasst mir ein bisschen nach. Ja, genau. Danach zum Klausch. Oh, muss ich ihn echt trinken? Ja, den trage ich jetzt rein. So. Wunderbar. Und? Excellent. Gar nicht scharf.